Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch Böblingen hier aus unserem Studio Motorworld. Und natürlich genauso herzlich willkommen Lars Ziegler als der neue Sendermanager des Bräuninger Landes Sindelfingen seit Sommermitte circa, ne, Herr Ziegler? Seit Mitte August, Herr Gehrung. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Interessant ist ja Folgendes. Bräuninger lässt ja ihre Häuser, also die Bräuninger Länder, seit vielen Jahren schon extern managen. Das waren viele Jahre die ECE aus Hamburg, also die Otto Group. Seit geraumer Zeit ist das jetzt aber ihr Unternehmen. Ich darf es ablesen, die Unibail Radamco Westfield Group aus Frankreich, oder da ist der Firmensitz, wie Sie gesagt haben. Was zeichnet dieses Sendermanagement-Unternehmen aus? Was macht Sie stark? Welche Referenzen haben Sie vielleicht auch, die man kennt? Das ist eine sehr gute Frage, die sich die Parteien da sicherlich auch gestellt haben. Also wir sind ein weltweit aufgestelltes Unternehmen. Also wir sind international tätig, auf dem europäischen Kontinent und in den Vereinigten Staaten. Und haben unseren Hauptsitz, wie Sie schon erwähnten, in Frankreich, in Paris. Das bedeutet auch, dass wir internationale Kontakte haben zu unterschiedlichen Retailern und da eben auch sehr, sehr gut aufgestellt sind und das in verschiedenen Ländern auch spielen können und dort eben auch Marken anbringen bzw. in die Center reinbringen, die vielleicht noch nicht so auf dem Schirm waren und durch die Power von Unibail Rodamco da eine bessere Verhandlungsmasse haben. Ansonsten ist das Unternehmen natürlich mit vielen international tätigen Kollegen gespickt, die auch im regen Austausch sind, was auch viele Vorteile mit sich bringt. Und ich selber bin für die Firma schon seit fast 9 Jahren jetzt tätig. Und es ist ein agiles, schnelles, flinkes und flexibles Unternehmen, was auf neue Trends und Innovationen setzt. Und das wollen wir hier auch einbringen. Und wo kommen Sie her zuletzt? Was hatten Sie zuletzt für URW gemanagt? Ich hatte zuletzt das Paunsdorf Center in Leipzig gemanagt. Das ist auch eins der größten Häuser, auch deutschlandweit. Und dann hat es mich jetzt seit Mitte August nach Baden-Württemberg verschlagen in das Bräuninger Land Sindelfingen. Schön. Ja, Sie hatten das Projekt gerade angesprochen, beziehungsweise auch den bundesweiten Charakter. Bräuningerland, das weiß man, ist ja auch immer bei den, ich sag mal, Top Ten dabei, wenn es um die Auswahl der besten Sender in Deutschland geht. Das ist vermutlich auch weiterhin so, dass die Sindelfinger da stark sind. Was würden Sie sagen? An was liegt das? Warum ist man da so top aufgestellt? Also ich kann meine ersten Eindrücke da einfach mal teilen. Es ist ein super besetztes Center. Es ist ein sehr, sehr ausgewogener Markenmix. Wir haben starke, starke internationale Marken mit großer Strahlkraft drin. Genauso haben wir ein breites und auch gehobenes Retail-Segment. Natürlich der Bräuninger Store an sich selbst, der Department Store, ist natürlich auch ein wichtiger Anker und spielt eine große Rolle. Ansonsten ist auch die Ergänzung mit vielen lokalen Einzelhändlern und Marken. Die ganzen Feinkostthemen, wenn man daran mal denkt, viele kleinere regionale Händler im Bereich Mode, Papeterie auch. Und das, glaube ich, dieses ganze Konzept und auch die gewachsene Stärke des Bräuninger Landes und die Traditionen, die damit verbunden sind, machen dieses Center so einzigartig und stark. Wenn Sie auf das Einzugsgebiet gucken, das ist ja eher weniger räumlich begrenzt. Natürlich haben Sie im direkten Umfeld vermutlich Ihr Haupteinzugsgebiet, aber ich glaube schon, selbst Toplagen in Stuttgart, die Königstraße und so, hat manchmal Respekt, dass das Bräuninger Land in Sindelfingen eben auch Publikum abzieht für Veranstaltungen und so weiter. Ich glaube, das können Sie bloß bestätigen. Ne? Also so ganz, da kann ich nicht in voller Gänze Stellung nehmen. Also ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Ich war auch schon in der Stuttgart-Königstraße und habe das auch mal verglichen. Wir sind ein sehr, sehr starker Anker und unser Einzugsgebiet geht auch teilweise weit über 20, 30 Minuten auch hinaus. Das geht teils runter bis in die Bodenseeregion, wo wir auch Kunden haben, die von weiter weg mal für einen Shoppingtag hierher kommen und vielleicht auch noch andere Alternativen mitgenießen, wie zum Beispiel die Motorworld, wo wir jetzt hier gerade sind, um da einen schönen Tag zu verbringen. Aber ich glaube, selbst das Center ist halt, wie ich schon sagte, sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind aktuell voll vermietet, was in dieser Situation auch nicht selbstverständlich ist. Und das demonstriert schon die Stärke des Bräuninger Landes. Mhm.
Und trotzdem gibt es die Pandemie und Corona. Und ich unterstelle mal, auch das Bräuninger Land hat an dieser Stelle zu kämpfen bzw. Dinge zu tun. Wie geht es Ihnen zurzeit? Sie haben es angesprochen, ja noch nicht allzu lange da, aber jetzt haben wir ja wieder so einen Trend, der vieles verhindert, was Sie gerne machen würden. Wie ist die Situation bei Ihnen im Management? Was haben Sie da täglich an zusätzlichen Anforderungen? Wie geht es in den Shops und so weiter? Wie tickt der Zuschauer, der Besucher? Tja, das ist natürlich mal ein Wechselbad der Gefühle. Das ist natürlich so, dass auch logischerweise an uns die Pandemie nicht vorbeigeht. Und auch die letzten Wochen waren ja sehr, ich will mal sagen, turbulent mit vielen Änderungen in den Entscheidungen. Sehr, sehr vielen Verschärfungen. Insgesamt ist das eigentlich ein Déjà-vu von dem, was wir letztes Jahr erlebt haben. Ich hoffe nicht mit demselben Ende. Der Trend geht ja jetzt wieder... Mit dem Lockdown, denken Sie jetzt vermutlich, ne? Genau, dass wir davon verschont bleiben. Wir müssen damit umgehen. Wir gehen damit um und befolgen selbstverständlich die behördlichen Auflagen und schauen, dass das für Kunden und Mitarbeiter und uns selbst natürlich ein sicheres Einkaufserlebnis insgesamt trotzdem geboten wird im Rahmen dieser Umstände. Selbstverständlich gehen damit auch Frequenzverluste einher. Das ist ganz normal. Aber Sie schaffen es trotzdem, dass alle Betriebe, also sofern das gesetzlich möglich ist, alle Shops dann tatsächlich auch offen haben und im Grunde genommen in Kernöffnungszeiten zumindest zur Verfügung stehen. Ne? Genau, das klappt auch und das klappt fast zu 100% auch. Man ist nie davor gefeit, dass es auch hier und da mal einen Corona-Fall gibt oder daraus resultierende betriebsbedingte Schließungen. Das kommt so gut wie gar nicht vor. Auch ein, zwei Verdachtsfälle, die wir jetzt in jüngerer Zeit hatten, haben sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das kann natürlich passieren. Die Mitarbeiter haben auch alle ein Privatleben. Davor ist man nicht gefeit. Aber toi, 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 bisher läuft es den Umständen entsprechend recht gut. Wunderbar. Was es an Trends gibt und an Projekten gibt, die um Sie herum passieren, darüber, Herr Ziegler, lassen Sie uns nach einer kurzen Pause reden. Liebe Zuschauer, gleich sind wir wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Regio TV. Zurück zum Stadtgespräch Böblingen mit Lars Ziegler. Er ist der neue Sendermanager des Bräuninger Landes Sindelfingen. Herr Ziegler, ein Trend, der sich vermutlich auch bei Ihnen darstellt, ist, dass kleine, Sie haben eine Pressemitteilung geschickt von siogene.com, aber auch große internationale Online-Marken wie Nespresso zum Beispiel stationär gehen. Also eigentlich eine Konstellation, die man als ortsansässiger Händler eher in die andere Richtung kennt, passiert jetzt hier so rum. Erleben Sie das auch und was steckt da dahinter? Was ist da die Philosophie dieser Marken? Ja, wir freuen uns natürlich auch über diesen Trend, dass auch die starken Marken, die bisher hauptsächlich online präsent waren, sich Plätze suchen, um auch stationär visuell besser sichtbar zu sein und für die Kunden auch ein bisschen erlebbarer zu sein. Das ist mit Nespresso, der schon im Bräuninger Land Sindelfingen eine ganze Weile ist, sehr, sehr gut gelungen. Man hatte einfach, wenn man da reingeht, nimmt man dieses Nespresso-Gefühl einfach viel besser mit. Das ist, denke ich, das gilt ja auch für andere Marken, auch für viel größere Player, wenn man mal an Amazon oder Zalando denkt, die auch Outlets in Innenstädten, in Einkaufszentren schaffen, dann trägt man dieser Entwicklung da einfach auch Rechnung. Das geht von der einen zur anderen Seite, aber Gott sei Dank geht es auch andersrum. Und das stärkt einfach die Markenbindung für die Kundschaft an sich. Und natürlich sucht man dann Premium-Standorte raus, wo man sich dann mit diesen starken Marken auch vor Ort ansiedelt. Also die Emotionalität, die der stationäre Handel für sich in Anspruch nimmt, das wissen natürlich selbstverständlich die großen Online-Player auch und suchen dieses Zusatzgeschäft mit, wenn man so will. Ne? Genau, ja. So ist es. Wenn man jetzt in so einem Geschäft ist und das riecht da wunderbar nach Kaffee aus verschiedenen Düften oder man kann das mal probieren, ich denke, das ist viel schöner und macht auch viel mehr Spaß, als wenn man es jetzt im Internet einfach nur bestellt. Ja. Lassen Sie uns doch noch zum Ausgang des Gesprächs in eine ganz andere Richtung sprechen. Es steht ja schon seit Jahren an, mittlerweile ja auch per Gerichtsbeschluss beschlossen, dass Sie Möglichkeiten haben zu erweitern. Ich glaube, es geht um 10.000 Quadratmeter. Und ergänzend dazu gibt es unter dem Stichwort Gold
Bach-Quartier, mittlerweile ja von Bräuninger selbst, auch ein Aufschlag im Sinne von, wir wollen da Flächen rund um unser Bräuninger Land bestehend weiterentwickeln. Was können Sie vielleicht da noch an Aktualität sagen zu beiden Dingen? Also da gab es jetzt ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren zum Goldbach-Quartier und es wurde auch vor dem Gemeinderat präsentiert. Ist ein super spannendes Projekt für die Stadt Sindelfingen insgesamt, denke ich, und auch eine tolle Ergänzung für uns. Wir lassen uns überraschen, wie das dann am Ende des Tages aussehen wird. Es gibt natürlich Pläne, da kann ich jetzt weiter noch nichts zu sagen. Aber diese ganze Bürgerbeteiligungsthematik fließt da natürlich mit ein. Okay, und der andere Bereich, die quadratmetermäßige Erweiterung des bestehenden Centers, was weiß man da, was ist da aktuell? Die Planungen laufen auch, die sind natürlich da auch ein Stück weit fortgeschrittener, sind Corona-bedingt natürlich jetzt auch nach hinten gezogen worden, weil man da auch eine gewisse Perspektive natürlich auch braucht, aber auch da kann ich jetzt keine Details nennen zu diesem Zeitpunkt, aber wir schauen, dass wir da jetzt gemeinsam mit dem Eigentümer eine Planungsgrundlage schaffen und auch einen Zeitplan. Okay, also ist im Grunde genommen alles am Leben, aber ein Stück weit in der Schwebe, ohne dass man schon fixe Dinge weiß. Was Sie aber bestimmt wissen, jetzt auch für unsere Zuschauer zum Beispiel oder andere, die Sie die nächsten Tage noch in der Vorweihnachtszeit besuchen wollen, von früher weiß man in Anführungszeichen, dass Sie lange Öffnungszeiten im Advent hatten. Wie ist das aktuell bei Ihnen? Also wir haben da auch überlegt und auch mit der Mieterschaft gesprochen und haben uns geeinigt, dass wir in einer moderaten Verlängerung einfach zur Weihnachtszeit gehen. Das hatten wir jetzt seit Ende November eingeführt, dass wir an den Donnerstagen bis 21 Uhr machen. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die langen Donnerstage bis 22 Uhr und in Erinnerung dessen haben wir gesagt, okay, aufgrund der etwas unsicheren Lage, aber trotzdem wollen wir die Besucherströme natürlich auch ein bisschen entzerren und Leuten auch die Möglichkeit geben, da an diesen Donnerstag anzuknüpfen. Und die ersten beiden Donnerstage waren auch recht gut besucht und werden das jetzt bis Ende Dezember auch so fortfahren. Das ist aber auch die einzige Änderung. Ansonsten sind wir vollumfänglich offen und freuen uns auf jeden Besuch. Sagt Lars Ziegler, Center Manager des Bräuninger Land Sindelfingen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleiben Sie gerne noch heute Abend bei uns im Programm.